Ich glaube jetzt nicht, dass es ein fußballerisches Zauberwerk wird, das Spiel. Das glaube ich auch nicht. Und ein Moinsen zum Vorbericht zum Spiel gegen Arminia Bielefeld. Wir dürfen auf die Alm am Samstag und logischerweise zum dritten Mal, haben wir jetzt mittlerweile gemerkt, ist der gute Anschub bei mir, der Armin-Tuber. Was geht? Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich mal wieder dabei sein kann. Hallo, liebe VfB Stuttgart Community. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja, wir plaudern heute ein bisschen über das Spiel. Abschiedskampf. Naja, gibt Schöneres, aber wir wollen mal sehen, was da wieder so bringt. Ja, gibt Schöneres, ist auch passend zum ersten Punkt, den ich bei der Arminia ansprechen muss. Ihr steht jetzt gerade aktuell auf 4 Niederlagen am Stück. Wie ist denn die Gemütslage bei euch? Auch vielleicht in Sachen Trainer oder generell dem Gefühl von, wie läuft es im Abstiegskampf, ne? In Sachen Trainer sage ich jetzt mal, generell in Sachen Facebook so, hört man schon sehr viel, dass da Stimmen aufkommen, Frank Kramer raus, das ist schon, ja, doch sehr viel. Ich persönlich sage nein, Frank Kramer auf jeden Fall behalten. Er hat es letztes Jahr mit Arminia geschafft, er wird es bestimmt auch dieses Jahr mit Arminia schaffen, weil man hat einfach in gewissen Spielen gesehen, die Mannschaft hat es drauf, die muss halt nur wieder ein bisschen in Fahrt kommen. Aktuell ist der Kampf auf jeden Fall nicht zu sehen. Gerade wenn man das Spiel jetzt in Mainz sieht, das war eine absolute Frechheit. Dann das Spiel gegen Augsburg auf der heimischen Alm, wo endlich mal wieder über 20.000 Fans im Stadion waren. Also da war ich auch sehr angefressen auf jeden Fall. Gut. Hat man natürlich wieder solche Leistungen wie in Dortmund dabei, wo man knapp mit 0-1 verliert. Aber dann eine Woche später 4-0 Klatsche in Mainz. So. Man muss es nicht verstehen. Ja, einfach mal hoffen, dass es jetzt wieder bergauf geht. Sorry an euch, aber Stuttgart ist für uns natürlich immer ein guter Aufbaugegner, wenn man jetzt mal so auf die letzten Jahre schaut. Wollen wir mal schauen, wie das Spiel ausgeht. Ja, vor allem müsste ja auch, ne? Weil danach geht's auswärts nach Wolfsburg und danach kommen die Bayern zu euch. Und dann haben wir nur noch 4 Spieltage. Jo. Ich habe ja auch so ein kleines Video gemacht zum Thema Restprogramm und Prognose im Abstiegskampf und habe euch tatsächlich, so leid es mir tut, aber ich habe euch in der Resttabelle noch einen Punkt gegeben aus den letzten 7 Spielen. Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr den gegen uns geholt habt oder gegen Berlin, aber sonst das Programm halt wirklich, wirklich happig. Dortmund auswärts, Leipzig zu Hause, Köln auswärts. Wie hoch ist die Hoffnung bei euch, dass ihr drin bleibt? Also ob jetzt 15 oder 16, da halt die Möglichkeit zu haben, drin zu bleiben. Es ist halt aktuell noch sehr schwer zu sagen. Nach Samstag kann man sicherlich mehr sagen. Wenn das Spiel auf so eine Hose geht, dann sage ich persönlich, okay, die Hoffnung sinkt gegen null. Wenn wir die 3 Punkte holen, dann haben wir immer noch das Spiel gegen Hertha, das Spiel in Bochum, wo man auch gerne mal Punkte mitnehmen kann. Das ist für uns halt ein Derby. Da müssen sich alle nochmal richtig ins Zeug legen. Fans, Spieler, Trainer, alle. Ja, und wenn man aus den Spielen oder auf den beiden nochmal 6 Punkte holt und gegen Stuttgart, das wären 9 Punkte und dann sollte man eigentlich durch sein. Klar, für Spiele gegen Bayern, das kann man vergessen. Wolfsburg, wenn es irgendwie gut geht, noch einen Punkt mitnehmen. Aber da glaube ich jetzt eher nicht dran. Es sind halt diese 3 Spiele noch, die für uns wirklich entscheidend sind. Klar, im letzten Spieltag gegen Leipzig kommt halt drauf an, ob die dann in Sachen Champions League Qualifikation irgendwie durch sind und da noch so ein bisschen halbherzig rangehen. Es wird natürlich auch nochmal richtig brennen auf der Alm. Ja, da kann man auch nochmal einen Punkt mitnehmen. Ja, ich meine, in der Hinrunde habt ihr ja auch den Sensationssieg geholt. Ja, damit hätte keiner gerechnet. Also da war ich auch leicht angepisst, wenn ich ehrlich bin, als der Spieltag so vorübergegangen ist. Das war ja auch nicht die beste Phase bei uns. Wir haben es auch ähnlich. Also wir müssen auch vor, also das Bayern-Spiel ist eigentlich auch so ein Endspiel bei uns, weil es ist der vorletzte Spieltag, Bayern auswärts, letzter Spieltag zu Hause, Köln davor sollte man schon weitestgehend irgendwie erledigt haben, weil Köln zu Hause ist auch nicht so easy. Ich habe mal auf euren Kader geschaut, das sagt mir natürlich, die meisten sagen mir was, aber ich kann jetzt nicht viel über die Leistungen sagen, als würde ich jedes Spiel über 90 Minuten sehen. Ich sehe auf jeden Fall schon mal keinen Verletzten. Wen würdest du denn bei euch so als Schlüsselspieler rausziehen aus der Saison? Also einer, der, sag ich mal, zu 90% eigentlich immer performt, ist natürlich Patrick Wimmer. Also das ist echt eine starke Verpflichtung. Jetzt ist ja aktuell schon wieder das Gerücht, dass der nach Wolfsburg gehen soll. Ich weiß nicht, ob das bei ihm dann so im Kopf drin hängt. Ist ja öfter so, wenn Wechselgerüchte sind, dass diese Spieler dann nicht mehr so performen, aber wir wollen mal einfach hoffen.
Vor der Saison hätte natürlich auch keiner gedacht, dass der so einschlägt, aber das ist halt Ja. echt ein Dribbelmonster ohne Ende. Klar, Okugawa hat seine starken Spiele gehabt, ist jetzt in den letzten Spielen nicht mehr ganz so stark, aber ist natürlich auch immer ein wichtiger Mann. Klar, Defensive, Amos Pieper, wichtig, Nielsen, wo es bei dem auch schon wieder Wechselgerüchte gibt. Ja, ist halt gegen Ende der Saison Ja. viel mit sowas. Ja, ich weiß, ist es bei euch auch so mit Wechselgerüchten viel, oder? Ja, also es hängt natürlich bei beiden davon ab. Wenn man drin bleibt, sieht es nochmal anders aus. Aber wir können uns, glaube ich, auch weitgehend davon verabschieden, von dem Glauben, dass wir im Sommer einen Kalajdzic, einen Mangala oder einen Sosa halten können. Das sind so die großen drei, wo wir auch ordentlich Kohle einnehmen könnten für. Und da gibt es auch Ja. jetzt die großen Gerüchte. Also entweder du hältst halt irgendwie über Vertragsverlängerung oder sie gehen halt. Gerade ein Sosa ist halt also auf links, auf der Position, das ist so rar, der ist so dermaßen gefragt. Ich sehe keine Zukunft für den über den Sommer, außer der holt sich jetzt auch einen Kreuzbandriss und keiner will ihn kaufen, was natürlich sich auch keiner wünscht. Aber hier habe ich auch gesehen, Wimmer 8 Millionen Marktwert mittlerweile. Der Jo. teuerste Spieler bei euch im Kader, wahrscheinlich auch durch die Marktanpassung gerade. Ja, der ist um 4 Millionen hochgegangen. Das ist schon heftig. Das ist schon ein Gerade ordentliches doppelt so Brett. hoch. Ja. Thema Gerüchte haben wir auch Ortega, ne? Da habe ich was gelesen von Ja, wegen da. Augsburg. Augsburg? Nee, da habe ich jetzt noch nichts von gehört. Also, Das die hatte ich. Rede war ja immer von Bayern als zweiter Torhüter, halt hinter Manuel Neuer. Ja. Macht schon irgendwo Sinn, klar. Neuer ist nicht mehr der Jüngste, ist oft verletzt. Er würde aber auch gern so aus unseren Reihen, hört man das immer wieder, ganz gern nach Spanien, weil er ist ja auch ein halb Spanier. Irgendwie Mittelklasse-Mannschaft in Spanien Ja. oder Europa-League-Mannschaft, sag ich Ja. mal. Da könnte ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen. Ja. Augsburg, nee, da habe ich jetzt noch nichts von gehört. Ja, beim Bayern auf die Bank, weiß nicht, ob man das machen muss, aber tatsächlich ist recht frisch von Sky, dass Augsburg scheinbar in Transferpoker Okay. einsteigt. Neue Nummer 1 gesucht bei denen, Aber aber was will denn der jetzt bei Augsburg? Also, sind wir auch mal ehrlich. also die fahren ja eigentlich ganz gut mit dem, ja, ist da der von Giekiewicz, ne? Union. Ja, Ja. Gikiewicz, genau, ja. Also, das wäre ein Ja. komischer Transfer. Und es ist ja irgendwie generell auch den Leuten am liebsten, wenn sie woanders hingehen. Also, auch ein Sosa, da ist Nagelsmann seit Jahrhunderten ein Riesenfan von. Ich will trotzdem, dass lieber zu Chelsea geht als zu den Bayern so, das ist ja recht klar. Dann Ja. lieber ins Ausland, raus aus der Ja. Liga, so, dann kann man nicht mehr aktiv hinterher weinen. Das ist Das immer stimmt. einen Tacken besser. Auch eine Personalie, die ich ansprechen will, wegen dem VfB-Bezug. Wie schlägt sich denn Gonzalo Castro bei euch, seitdem er gekommen ist? Ja, also er hat ja schon ein Tor geschossen. Ich weiß gerade gar nicht mehr gegen wen. Das war irgendwie ein Anschlusstor. Ja, das war sogar ein recht wichtiges sogar, ja. Ja, doch, das war der Ausgleich Fürth? gegen Fürth, genau, Ja, das ne? 2-2 gegen Fürth, richtig. Boah, Also man merkt natürlich schon, dass er seine Erfahrungen mitbringt, ist schon wichtig. Klar, er ist jetzt ein Zentraldefensiver, er ist nicht, wer weiß wie auffällig, aber man merkt schon, dass er weiterhilft, auf jeden Fall. ja, und vor allem, der spielt ja auch bei euch. Also, ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber mehr oder minder für lau. Also, der macht das ja Ja, recht entspannt, auch finanziell. Das ist ja alles okay. Dann das können stimmt. wir näher ins Spiel gehen. Ich hole mal wie immer meine schöne Statistikkarte raus. In Bielefeld, das ist das direkte Duell Bielefeld-Stuttgart mit Heimrecht Bielefeld, seid ihr besser dran? 9 Siege, 4 Unentschieden, 7 Niederlagen. Insgesamt sind wir besser wegen Heimspielen halt. Aber auswärts Bielefeld ist immer eklig und es könnte auch eine ziemlich geile Atmosphäre werden. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe was gelesen von Fanmarsch. Ja. Wird das Ding voll am Samstag? Das wird auf jeden Fall voll. Also ich habe Mitte letzte Woche habe ich gesehen, was von 20.000 verkauft. Jetzt dürfte der aktuelle Stand irgendwie bei 23, vielleicht sogar 24.000 sein. Also es wird auf jeden Fall nahezu ausverkauft sein. Ja, weil bei uns kam heute Also. die Meldung rein, dass unser Auswärtsblock auch ausverkauft ist. Mit dem Motto, also gut, die haben jetzt bei uns immer ein Motto veröffentlicht, quasi Kanzler Kurve so. Und das eben auch bei uns dann die offizielle Rückkehr von der gesamten Kanzler Kurve eben, also die offizielle Auswärtsrückkehr. In Hoffenheim waren schon viele dabei, es war auch schon ziemlich geil dort. Aber in Bielefeld ist quasi wieder alles vor Ort am Start. Also es wird Ja, auf jeden schon, ja. Fall, Ist das wird ein bei uns dann ordentliches ja auch Ding. so. Ja. Bei unserer Ultras waren jetzt in Mainz auch das erste Mal wieder da. Und jetzt vor heimischer Kulisse. Ja, bist du selbst auch im Stadion am Samstag? Bitte? Bist du selbst auch im Stadion am Ich Samstag? bin im Stadion, ja, genau. Sehr schön. Ja, Da ist noch die Dauerkarte, sonst muss man immer registrieren da. Ah, immer so ein ja, Scheiß. Nee, wir haben aber. jetzt immerhin so ein kleines Mini-Dauerkartenticket für die letzten 3 Spiele. Nach Bielefeld fahre ich jetzt nicht, aber ich gucke, dass ich nach Mainz komme, vielleicht auch nach Berlin. Aber bleib mal bei Bielefeld. Was ist so aus dem Stegreif raus deine Prognose ergebnismäßig für unser Spiel am Samstag?
Aus dem Stegreif raus würde ich tatsächlich auf ein Unentschieden tippen, weil es ist einfach so typisch für Arminia, eben gerade im Moment. Ist halt schwierig zu sagen. Wenn man sich die letzten direkten Duelle anguckt, würde ich sagen, Sieg, aktuelle Form eher unentschieden. Aber es muss halt für beide Mannschaften einfach ein Sieg her. Also das ist Ja. ganz klar. Jeder wünscht sich natürlich den jeweiligen Sieg für sich. Ja, weiß ich, was sagst du? Es ist ähnlich. Also ich habe irgendwie, ja, kein schlechtes Gefühl, aber irgendwie auswärts würden wir jetzt zu Hause gegen euch spielen. Gut, damals verloren, schlechtes Beispiel in der Hinrunde, aber ich würde mich zu Hause sicherer fühlen als auswärts so. Bei uns ist, wir haben ja ähnlich vom Spielplan her, generell der ganze Abstiegskampf da unten ist recht ähnlich von den Gegnern her, vom Niveau her. Wir haben auch noch Hertha auswärts, so die zwei, drei dicken Dinger direkt gegen direkte Konkurrenz. Ging auch sogar schon geglückt am letzten Spieltag so. Und da ist halt für mich jetzt eigentlich echt, entweder du gewinnst in Berlin oder in Bielefeld. Du darfst auf jeden Fall beides nicht verlieren. Also ob wir jetzt in Bielefeld einen Punkt holen und in Berlin gewinnen oder in Berlin Punkt holen und gegen Bielefeld gewinnen, ist mir ja nicht egal, aber es sollte halt irgendwie funktionieren. Also du darfst auf jeden Fall bei beiden irgendwo mal musst ein Sieg mit rein, damit du eben Es Sicherheit hast. wäre euch natürlich doch blöde, dass beide diese Spiele auswärts sind. Ne? Wir Ja. haben beides Heimspiele gegen euch und gegen Hertha. Aber gut, ihr seid ja auch gut drauf. Ne? Ich weiß nicht, Ja, liege ich da also. richtig? 7 Punkte aus den letzten 4 Spielen? Ja, Oder? also die. Ja, der Trend spricht für uns. Wir Ja, hatten jetzt den auf Sieg jeden gegen Fall. Augsburg. Halt auch wieder das 3-2 gedreht, also für die Moral und so weiter. Wenn man rein da drauf guckt, davor in Union den Punkt geholt, auch letzte Minute. Davor ist das Ding auch gegen Gladbach gedreht, ähnlich wie gegen Augsburg, auch auf ein 3-2 gedreht zu Hause. Also der Trend spricht für uns. Also wenn man jetzt ganz neutral drauf schaut, hier 7 Punkte statt 0 quasi aus den letzten 4 Spielen, es ist halt schon ein Unterschied. Trotzdem sollte man sich da nicht zu sicher sein. Ich würde trotzdem auf ein ekliges 1-2 tippen, wenn ich jetzt wirklich den richtigen Tipp festsetzen müsste. Ja, wie gesagt, das ist schwierig. Es kann natürlich auch so sein, die Mannschaft, die gut drauf ist, die übernimmt sich vielleicht ein bisschen, na, in dem Fall Stuttgart. Ja. Können wir aus unserer Sicht natürlich nur hoffen. Ja, halt schwierig zu tippen, dieses Spiel. Ja, vor allem, wir hatten ja letztes Jahr auch unser direktes Duell schön 3-0 verloren bei euch. Also auswärts Bielefeld kann schon eklig sein. Ich würde noch zum Ende hin vielleicht auch kurz eine Prognose machen, generell zum Abstiegskampf. Also so vor allem die 4 Teams. Jetzt haben wir Stuttgart gerade auf 14 mit 26 Punkten, Augsburg punktgleich auf 15, Hertha punktgleich auf 16 und ihr einen Punkt unter uns auf 17. Wie würdest du die Plätze belegen? Also 14 bis 17. Ich würde tatsächlich sagen, 18. Platz, klar, abgestiegen, führt. Ich Ja. denke mal, da sind wir uns alle einig. Ja. So leid es mir für die tut, aber naja, die haben halt nicht genug Punkte. Dann würde ich sagen, Platz 17, tatsächlich Hertha BSC. Die haben jetzt zwar das erste Spiel gewonnen, aber ich glaube, das ist der Trainereffekt. Ja, die müssen jetzt nach Leverkusen, ne? Das ist ein harter Spieltag auswärts für die. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass es bei denen so weitergeht. Es wäre halt wild, aber ich, ja, also unsere Hoffnung muss ja sein, dass es der neue Trainereffekt war und quasi nichts dahinter steckt so. Das muss ja unsere Hoffnung sein. Muss man schauen. Dann würde ich sagen, Relegationsplatz. Da packe ich jetzt einfach mal uns drauf. Euch sehe ich einfach im Moment zu stark, dieser Aufwärtstrend. Ich schätze schon, dass ihr das direkt schafft. Dann auf dem 15. Platz. Ja, und Augsburg auf die 14. So hatte ich es auch, nur dass ich Hertha auf die 16 habe und euch auf die 17, aber das hängt halt so dermaßen voneinander ab, das ist unglaublich. Gibt es mal irgendwem doch einen Sieg oder jetzt Beispiel Berlin, gewinnen die auf einmal gegen Hoffenheim zu Hause, was mit dem keiner rechnet, dann dreht sich Nee. das ganze Blatt wieder. Das ist extrem, extrem eng da unten. Relegation, wenn wir beim Relegationsplatz sind, was ja uns auch noch treffen könnte, wir sind gerade recht positiv, aber es kann uns auch noch treffen. Auf was hättest du denn da aus der zweiten Liga, auf wen hast du da gar keinen Bock, Gar keinen Bock. wenn man da jetzt guckt? Aktuell belegt den dritten Platz Darmstadt. Also ich denke mal, was ich jetzt als Arminia-Fan sage, dürfte klar sein. Darmstadt spielt ja auch noch da oben mit. Ja. Also wenn wir eine Relegation auf Darmstadt treffen und die uns wieder so ein Ding reinhauen, dann bin ich aber sauer auf die. Oder Derby gegen Schalke. Die sind gerade einen Punkt hinterm dritten Platz. Ja, seht ihr das als Derby? Ich Nee, weiß nein. Wollte jetzt nicht. nicht den Begriff nehmen, das ist, ich weiß, aber Ja, ist halt ein Westfalen-Duell. nahes Okay, Duell. hier so.
aus der Nahes freien Duell, Welt. das ist wie Ja, in Hoffenheim-Stuttgart, das ist kein richtiges Derby, aber halt nah aufeinander, ne? So. ja, gut, Schalke, natürlich, Schalke wäre cool, aber ich glaube nicht, dass die es überhaupt schaffen. Ich sehe Schalke Ja. einfach nicht in der Form. Hamburg wäre natürlich extrem geil, auch wenn das natürlich ein bisschen die Freundschaft kaputt machen könnte. Aber wäre schon gut. Also, St. Pauli, klar, da wäre natürlich sowas von Feuer drin. Ja. Aber ich glaube sogar, dass ich am liebsten St. Pauli hätte. Ich glaube, gegen die wäre es jetzt so, wenn man einfach mal drauf schaut, doch am einfachsten. Ja, das sind vielleicht so ein Mit bisschen die Millantor-Stadion. Overperformer da oben. Ja, da fährt man nicht gerne hin zu denen, aber Heimspiel hat man ja auch. Von daher. Ja, wird auf jeden Fall spannend in beiden Ecken. Wir hoffen auf ein geiles Spiel am Samstag. Also ich glaube jetzt nicht, dass es ein fußballerisches Zauberwerk wird, das Spiel. Glaube ich auch nicht. Aber es wird emotional, auch stimmungsmäßig wird's richtig, richtig schön. Auch wenn ich es nur im Fernseher mitbekomme, so im Stream, aber das wird schon ein Brett werden am Samstag. Und dann, vielen Dank, dass du am Start warst, dir Zeit genommen hast. Freut mich sehr. Gar kein Problem, freut mich auch. Check den Kollegen ab. Wir gehen am Samstag rein im Stream, wisst Bescheid. Er im Stadion, weiß nicht, ob ein Stadionblock kommt oder sowas in die Richtung. Genau, bei mir wird es auf jeden Fall Sonntag, spätestens Montag dann ein Vlog kommen. Sehr geil. Den werde ich auf jeden Fall raushauen. Genau, dann check den Kollegen ab. Wir sind raus mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.